das tapfere Schneiderlein, saß in der Stadt an seinem Tische und erschlug mit einem Mal 7 Fliegen. Daraufhin fertigte er sich einen Gürtel mit der Aufschrift 7 auf einen Streich. Bestärkt durch sein Können traf er einen Riesen und forderte ihn hinaus. Der Riese zerquetschte einen Stein, das tapfere Schneiderlein jedoch nur einen Käse. Der Riese war begeistert und bekam langsam Respekt. Aber das tapfere Schneiderlein hatte noch ein Ass im Ärmel. Der Riese warf einen Stein ganz in die Höhe und das Schneiderlein einen Vogel. Der Vogel kam natürlich nicht zurück und der Riese war beeindruckt. Der Riese fühlte sich nun herausgefordert und ging in den Wald mit dem tapferen Schneiderlein und wollte ihm zeigen, wie er einen umgefallenen Baumstamm tragen kann und das tapfere Schneiderlein nicht. Das Schneiderlein war aber schlau und setzte sich einfach hinten auf den Baumstamm drauf und der Riese dachte, es hätte die ganze Zeit mitgetragen. Nachdem der Riese so beeindruckt von dem tapferen Schneiderlein war, bekam er Angst und rannte davon. Das tapfere Schneiderlein jedoch ging auf den Hof des königlichen Palastes und legte sich auf das Gras und schlief ein. Viele Leute betrachteten ihn von allen Seiten und lasen auf dem Gürtel 7 auf einen Streich. Das muss ein mächtiger Mann sein. Als dem König nun die Nachricht der Ankunft des tapferen Schneiderleins erreichte, gab er ihm einen Auftrag. In einem Walde seines Landes hauste ein Einhorn, das großen Schaden anrichtet. Wenn er dieses einfange, so wolle er ihm seine einzige Tochter zur Gemahlin geben und das halbe Königreich dazu. Auch sollten 100 Reiter mit ihm ziehen und ihm Beistand leisten. Das Schneiderlein zog aus und sagte den Reitern, dass sie warten können. Er würde das Einhorn allein fangen. Als er zu dem Rand des Waldes kam, sprang er hinein und schaute sich links und rechts um. Er brauchte nicht lange suchen, das Einhorn kam bald dahergesprungen und sprang gerade auf den Schneider zu, als wolle es ihn aufspießen. Das Schneiderlein wartete, bis das Tier ganz nah war und sprang dann schnell hinter einen Baum. Das Einhorn jedoch rannte mit aller Kraft gegen diesen Baum und spießte sein Horn tief in den Stamm. »Jetzt hab ich dich«, sprach das Schneiderlein, kam hinter dem Baum hervor und legte einen Strick um den Hals des Einhorns. Der Held begab sich zum König, der nun sein Versprechen halten musste und ihm seine Tochter und das halbe Königreich übergab, und der Schneider war ein König. Und hier seht ihr nochmal alle Eigenschaften des Einhorns im tapferen Schneiderlein aufgelistet. Created using Powtoon.